and they jail, cause they are search for a crown or bed. They have no money cause they are not rich. They live in bad times, they live in the shit. The people upstairs talk about the quality, but they know nothing about my speed. And it's better when I say it, they won't not know something about my speed. But we make this revolution beat for all the people. They can hear us now. We fight big boy and we never give up. We damn that down. Ist besser. Ja, 30 oder 50 in Kreuzberg. Unsere Gruppe Fighters gibt es schon seit Sommer 87. Wir Fighters sind nur gegen die, die gegen uns was haben. Ich wollte immer gern so eine Gruppe haben, die Ghetto Sisters heißt. 36 Ghetto Sisters. Sind halt praktisch so Mitläufer. Wir sind zwar nicht drin aktiv, aber wenn was ist, dann sind wir dabei, also. Das bedeutet eigentlich dem Tiger, ne? Wir sind ganz stark und Black heißt die Schwarze, wir sind Türke, ne? Wir haben immer alles schwarze Haare. Da bedeutet Black Panthers. Wir nehmen nicht jeden, der mit uns läuft. Wir gucken, ob er was drauf hat. Also ob er mutig ist und dann nicht petzt, wenn der Polizei wischt. Also wenn einer von uns, also von der Clique ihn kennt und der sagt, ey, der hat was drauf, der ist korrekt, das dann sagen wir, okay, der soll bei uns kommen. Aber wir nehmen nicht jeden auf. Wir gucken, ob er was drauf hat. Also er muss Mut haben, auf einer Keilerei mitzumachen. Wir waren immer in Unterzahl, aber trotzdem haben wir jede Schlacht gewonnen. Jede Schlacht? Also, jede Schlacht haben wir gewonnen, immer waren wir Unterzahl. Alter, was ist denn los hier? Wir kriegen sie alle, Skinheads, alle kriegen wir. Ja. Mit 8 Skinheads haben wir Schlierei, Kutschumacher Platz, er hat blaue Augen gehabt, ich hab Prothese weg. So, diesen Zahn wisst ihr doch, wa? Und da haben die auch ja schon was abgekriegt. Mit 14 bin ich zum ersten Mal Disco gegangen. Von Disco bin ich rausgegangen, 20 Meter bin ich gelaufen. 15 Skinheads haben uns umzingelt, vor 4 Jahren. Ne, 5 Jahren war das. Da, Kurt Schumacherplatz, da früher, da waren nur Skins, so Nazis. Habe ich gleich Baseball auf meinen Rücken gekriegt. Aber bin ich noch gut davor gekommen. Und seitdem mache ich Kampfsport und so, viele von uns. Ich habe seit den letzten halben Jahren nicht einen Skinhead gesehen auf dem Kudamm. Ich auch nicht. Die haben alle Angst, denn die wissen, wenn die alle einen auf dem Kudamm sind, dann sind sie weg. Dann sind sie tot. Irgendwann kriegst du so einen Nazi in die Hände. Dann wird etwas erleben. Letzten haben wir ein paar nicht. Haben wir ein paar auf der Fresse gehauen. Hat ich ein gutes Gefühl gehabt. Richtig gutes Gefühl gehabt. Bei mir ist es auch so. Ich freue mich, wenn ich jemanden schlage. Ist Action dabei. Du kriegst einen rein und schlagst zwei zurück. Ist korrekt. Aber wenn man jetzt einen Nazis zusammenschlägt, oh, dann kriegt man ja eine Horrorfreude. Also dann freut man sich. Also überaus. Also. Ist gut, wenn einer manchmal stirbt, ist gut. Das ist noch wenig. Also ist ja auch egal, ein Deutscher ist ja weniger, Mann. Hier gibt es ja viele Deutsche. Ja, viele sagen ja, ein Türke weniger, die machen die Scherzen mit uns.
Die Deutschen haben ja angefangen erst. In Hamburg, da ging es erst los. Wissen Sie Bescheid, wa? In Hamburg wurde ein Türk umgebracht. So, mit 50 Leuten so. Ja, 50 Leuten. Zusammengetreten, da ging es los. Dann kam wieder ein Deutscher tot, dann wieder ein Türke, dann wieder Deutsche. Siehst du, wer hat wieder angefangen? Ihr Deutschen. Und mit den Neonazis und so, das reicht uns auch jetzt. Jetzt ist die Mauer weg. Jetzt wird die Ausländer hassen immer mehr. Und die ganzen Ostler, die hier rüberkommen, die machen uns auf die Straße an und so. Und da, was soll man da machen? Da wird man aggressiv. Die meinen, weil wir hier uns zusammenhalten und wir sind mutig, die Türken. Sie sagen nur Türken raus. Früher, 1963. Dann einfach gesagt, die sind alle neidisch auf uns, Mann. Weil jeder Türke hat Daimler fährt, jeder Türke hat ein Geld und so weiter. Einfach hübsche neidisch, Mädchen. Mann. Weil jeder Türke hat seinen deutschen Weib und so weiter. Gehen Sie mal im Kudamm raus, da wimmelst du nur von deutschen Penners, nicht von Türken. Das ist nur Gerüchte, Mann. Ja, um Geld bitten, also die Deutschen, wenn ich arbeite in der Straße, hast du mal eine Mark oder so. Ne? Aber ich habe noch nie einen Türken gesehen, der gesagt hat, ja, hast du mal eine Mark, ich habe kein Geld oder so. Wenn ein Türke nicht Geld hat, hat er seine Familie, seine Freunde, wo er was ich genau, sich pumpen kann oder sagen. Die halten alle zusammen. Deutsche sind nicht so. Und wenn dann gesagt wird, da ist was los und da ist, sagen wir mal zum Beispiel, irgendeine Schlägerei, dann gehen wir halt mit, also sind wir dabei. Wir haben auch unseren Ruf. Wenn jemand, wenn irgendeine Gruppe zu uns sagt, wenn er zu uns ins Gesicht sagt, irgendeine andere Gruppe, ja, wir sind Kindergruppe, wir haben nichts drauf, wir sind Kinder. Aber da müssen wir uns irgendwie auch dazu äußern, müssen wir uns dazu wehren. Wenn die Gruppen, andere Banden was gegen uns haben, wenn sie sagen, wir sind Pfeifen, wir sind Kinderköpfe, das und so, so lassen wir uns nicht gefallen. Dann wehren wir uns dagegen halt. Es ist egal, ob wir Landsmänner sind, ob wir Deutsche, ob wir Deutsche gekommen sind, ob es Heavys, ob es Skinheads, ob es Neonazis, ob es wie Sigmat wäre. Es ist egal. Was weiß ich hier, andere aufschlagen und anderen was wegnehmen und halt diese Macht haben hier. Also, das sind ja eigentlich sind es ja alles so Außenseiter der Gesellschaft, die so in diesen Jugendbanden vorhanden sind, auch in Amerika jetzt. Das sind ja alles nur so die Ärmeren. Und hier ist es halt auch so, dass die sich halt zusammenführen und umso mehr man ist, umso stärker ist man und halt eigentlich so eine Macht ausüben, damit die Leute Angst vor diesen Jungs haben. Einfach der Stärkere sein. Wir haben mit Thema gesprochen über die Wiedervereinigung, wie wir uns dagegen wehren sollen und so und so. Dann haben wir uns auch so abgemacht, die ganzen Sprecher und die Bosse, dass unsere Gruppen gegeneinander nichts mehr haben sollen. Also jeder soll seiner Gruppe beibringen, dass wir ab jetzt nur noch wie Brüder leben. Also es gibt nicht mehr so, das ist unser Ghetto, das ist unser Bereich, das ist unser Viertel oder sowas, gibt es nicht mehr. Jeder kann da hinkommen, jeder ist willkommen, wenn sie kommen, untereinander quatschen, unternehmen, irgendwas machen. Wir können nach Kudamm gehen, die können noch herkommen, wir können Wedding gehen, die können herkommen. Nach Märkischen Viertel.